Wenn es noch eines letzten Beweises bedarf hätte, dass der Wirtschaftsminister Robert Habeck wirklich jeglichen Sinn, jegliche politische Realität verloren hat, dann ist es spätestens jetzt mit diesem Interview hier bei T-Online erbracht. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und eine Sache kann ich euch wirklich sagen. Ich habe mir gerade eben so entspannt drin im Büro dieses Interview durchgelesen und mir ist vor Wut wirklich der Kopf so rot geworden, dass ich erstmal rausgehen musste an die frische Luft und mir jetzt hier auf dem Balkon ein abfriere. Aber das ist wirklich völlig egal. Als erstes muss man sagen, in der aktuellen Situation, die wir aktuell in Deutschland haben, kommt T-Online erstmal hier mit dieser Eingangsfrage. Herr Habeck, wie viel haben Sie in den vergangenen Nächten geschlafen? Ja, na wunderbar. Das ist doch wirklich das, was uns Bürgern wirklich beschäftigt. Was wir unbedingt wissen wollen, ist, dass der Wirtschaftsminister auch bei all seinen ganzen wichtigen Verhandlungen, die er aktuell macht, doch ausreichend Schlaf bekommt. Und dann antwortet er auch, ja, ich habe jetzt hier in der letzten Woche etwas Schlaf nachgeholt. Heißt, etwa 9 Stunden. Oh, wunderbar, Herr Wirtschaftsminister kann 9 Stunden nachschlafen. Na, dann sind wir ja alle wirklich beruhigt. Jetzt geht es aber um den Inhalt. Ne? Auf die Frage, was war Ihr erster Gedanke, als Sie Mitte November das Urteil der Verfassungsrichter gehört haben, sagt er allen Ernstes, oh, jetzt wird es hart. Mir war gleich klar, dass das die Menschen treffen würde. Wir sitzen hier in Berlin an Schreibtischen, halten Reden im Bundestag und reden über Strukturwandel. Aber im Land werden die Folgen konkret. Das sind ja Menschen mit ihren Hoffnungen, mit ihren Sorgen, mit ihren Nöten. Wenn wir hier entscheiden, diese oder jene Förderung nicht mehr zu machen, kann das vor Ort heißen, dass die Lichter ausgehen. Ja, ja, das ist ja völlig richtig, Herr Habeck. Nur haben Sie eine Sache nämlich völlig falsch analysiert. Es liegt nicht daran, dass das Verfassungsgericht jetzt so geurteilt hat und dass Sie so unvorhergesehen damit getroffen wurden, sondern der Grund dieser Misere, die Sie gerade beschreiben, ist der, dass die Bundesregierung, der Sie angehören, diesen Verfassungsbruch begangen hat. Ja? Daran liegt es nämlich. Und jetzt ist das Interessante, was er gerade noch gesagt hat. Wir haben im Prinzip den Koalitionsvertrag jetzt neu verhandelt. Ja, das haben wir ja nämlich gesehen. Nämlich, die FDP hat mit ihrem Versprechen gebrochen, dass es keine weiteren Steuererhöhungen und so weiter geben wird. Und das nächste, was jetzt schon direkt dazu kommt, ist, dass er gesagt hat, die Ukraine, die wollen wir jetzt erstmal zunächst aus dem regulären Haushalt weiter unterstützen. Und das ist schon wieder das nächste perfide Spiel. Weil man weiß ja, ah, wenn wir jetzt die Ukraine in Zukunft aus dem regulären Haushalt unterstützen und dann irgendwann aus dem im regulären Haushalt wieder nicht genug Geld da ist, naja, dann können wir ja einfach sagen, haha, Notlage, Notlage, Notlage. Das ist also nichts anderes als die Vorbereitung auf genau das. Und das nennt man dann jetzt neuerdings Überschreitungsbeschluss, was sozusagen technisch nichts anderes ist als eben die neue Notlage, die man dann zu jeder Zeit eben ausrufen kann. Was mir wirklich langsam mehr und mehr Gedanken macht, ich meine, beim Bundeskanzler ist es ja meistens so dieses Vergesslichsein, wo man so manchmal denken muss, oh Gott, ja, spielt da vielleicht schon das Alter eine Rolle? Ich meine das ganz ernst, ja. Aber beim Habeck, da sind wirklich manche Sachen, wo man sich wirklich so an den Kopf fasst und danach und sagt, denkt der eigentlich kurz danach, nachdem er so einen Satz sagt, denkt er eigentlich kurz danach nochmal darüber nach, was er da gerade gesagt hat? Oder ist das mittlerweile so allgegenwärtig bei ihm, dass ihm das gar nicht bewusst wird, was er gerade geäußert hat? Was meine ich damit? Hier wurde gerade auch im Kontext der Ukraine-Hilfen auch auf die US-Wahl angesprochen nächstes Jahr. Und dann wird er gefragt, was bedeutet das im Hinblick auf Donald Trump? Und er sagt, jetzt hört euch das genau an. Und erstmal nur kurz als Beweis, dass ihr nicht glaubt, ich erfinde das. Ja, aber ihr wisst ja, ich erfinde hier gar nichts. Muss ich auch gar nicht. Als Vizekanzler werde ich mich nicht zum Wahlkampf äußern. Persönlich wünsche ich mir, dass Donald Trump nicht wieder Präsident wird. Das hat er wirklich so gesagt.
Ich gehe mal davon aus, dass er so gesagt hat und dass hier richtig wiedergegeben wurde. Aber glaubt der Vizekanzler wirklich, dass wenn er öffentlich ein Interview in Ausübung seines Amtes als Vizekanzler gibt und dort die Äußerung tätigt, dass er lieber nicht will, dass Donald Trump gewählt wird, dass das jetzt irgendwie seine persönliche Meinung widerspiegelt und diese getrennt wahrgenommen wird von der Öffentlichkeit mit seinen anderen Aussagen? Also wo ist da jetzt die Trennung? Ist es irgendwie die Bundespressekonferenz, wo er dann öffentlich als Vizekanzler auftritt und im Interview ist seine persönliche Meinung die relevant ist? Das ist doch wirklich nicht sein Ernst, oder? Herr Wirtschaftsminister, ich erkläre Ihnen das ganz kurz. Alles, was Sie öffentlich sagen, ist immer eine politische Aussage, die Sie als Wirtschaftsminister treffen. Völlig egal, ob Sie sagen, das ist jetzt geheim, das ist jetzt privat oder das ist sonst was. Sie sind immer der Wirtschaftsminister. Sie sind immer in der politischen Öffentlichkeit und jegliche Aussage, die Sie tätigen, ist automatisch auch immer in Ihrer Funktion als Wirtschaftsminister ein Teil Ihrer politischen Linie und somit auch keine persönliche Aussage. Es ist ja so, Sie können nicht einfach einen Disclaimer vorher anfügen und sagen, so, das sage ich jetzt persönlich, ja, aber öffentlich will ich mich dann schon lieber nicht äußern. Oh Gott, das ist wirklich so absurd, ja. Jetzt geht's weiter. Substanzielle Bestandteile der Einigung bestehen nicht in Sparen, sondern wir konnten andere Finanzierungen finden. Ja, welche das waren, das sehen wir ja jetzt. Nämlich die Finanzierungen dieser ganzen Misere sind natürlich mal wieder die Bürger. Kerosinsteuer, Plastiksteuer, Mauterhöhung, Erhöhung der CO2-Abgaben. Das heißt, die Bürger zahlen jetzt die Zeche für das Verfehlen der Ampel, weil sie eben so viele Projekte sich aufgeladen haben, die sie einfach nicht stemmen können. Und das größte Problem ist, das ist ja so ein bisschen, erinnert mich das an den Dunning-Kruger-Effekt. Vielleicht habt ihr darüber schon mal was gelesen. Ja, also, dass du selbst im Endeffekt in einer Situation dich befindest, deren Tragweite dir eigentlich selber gar nicht bewusst werden kann und deswegen du auch niemals Teil der Lösung ist. Also das ist sozusagen der Dunning-Kruger-Effekt übertragen auf diese Situation. Also jemand ist so inkompetent, dass er eigentlich diese Inkompetenz gar nicht erst erkennen kann und somit auch nicht lösen kann. Denn er sagt dazu, aber wenn Sie mich als Wirtschaftsminister fragen, muss ich sagen, dass in dieser wirtschaftlichen Phase ökonomisch eigentlich etwas anderes nötig wäre, nämlich deutlich mehr Investitionen. Unser Land hat strukturelle Probleme, die Bildung bis Straßensanierung. Wir sollten hier mehr tun. Das würde auch der Wirtschaft und der Konjunktur helfen. Meine Sorge ist, dass es im nächsten Jahr konjunkturell schwierig wird. Auf das globale Umfeld ist voller Risiken. Was er hier verkennt ist, und das ist normal, ich werfe es ihm tatsächlich gar nicht vor. Das Problem ist nur, er hört auf Mariana Mazzucato, das ist seine Lieblingsökonomen und diese Ökonomen gibt ja genau diese Leitlinien vor, nämlich dass der Staat immer mehr sich einmischen muss und deswegen ist der Wirtschaftsminister auch so überfordert, weil kein einzelner Mensch, kein Ministerium der Welt kann ein Land leiten und lenken, so wie es der Wirtschaftsminister versucht und deswegen erschafft er immer neue Probleme, denen er nicht gewachsen ist, versteht ihr? Herrgott, kann hier einmal Ruhe sein, verdammt nochmal am Samstag, ja? Nein, irgendeiner muss immer den Rasen mähen. So, jetzt geht's weiter. Er will das Ganze noch lösen, indem er noch mehr an sich reißt, indem er noch mehr Projekte macht, indem er noch mehr die strukturellen Probleme angibt, noch mehr Wirtschaftsbereiche an sich reicht, noch mehr Subventionen auf der einen Seite, Sanktionen und Abgaben auf der anderen Seite verteilt. Er will sich also noch mehr aufladen. Die Bundesregierung hat jetzt schon ein viel zu großes Stück der Wirtschaft, des wirtschaftlichen Kuchens abgebissen, was sie niemals verdauen kann. Und die Lösung ist nicht, dass sie das wieder ausspucken und sagen, hey, wir haben uns überladen, wir haben uns übernommen, wir müssen wieder mehr Verantwortung abgeben, wir müssen wieder mehr den Bürgern und der Wirtschaft selbst überlassen. Dann lösen sich viele Probleme von selbst aus auf. Also ich habe es gerade heute Morgen auf X geschrieben, ne? Der wirkliche Doppelwumms wäre es, man streicht auf der einen Seite diese ganzen sinnlosen Abgaben ständig, hatten wir ja bei den Bauern, ne? Stellt mal vor, die müssten diese ganzen schwachsinnigen Abgaben und Richtlinien nicht alle die ganze Zeit befolgen. Dann könnten sie wieder mehr
sich auf ihre Arbeit konzentrieren und dann bräuchten sie auf der anderen Seite auch nicht ständig wieder irgendwelche neuen Subventionen, auf die sie sich bewerben müssten. Damit wären allen geholfen und die Regierung würde sogar entlasten, dass sie nicht die ganze Zeit von irgendwelchen Problemen umzingelt wären. Aber die machen genau das Gegenteil. Sie wollen sich noch mehr aufladen. Und deswegen werden diese Probleme in den nächsten 2 Jahren noch schlimmer werden, bevor es irgendwann wieder besser werden kann. Und zwar erst dann, wenn die Ampel abgewählt ist.